Hallo ihr Lieben, willkommen nicht zu einem neuen Wochenvlog. Es wird keine ganze Woche sein. Ihr werdet sehen, warum. Ich wollte kurz noch sagen, ich habe mich jetzt 2 Wochen nicht gemeldet. Kurz ein paar Updates geben. Und zwar, Freitag habe ich meinen Kaufvertrag unterschrieben. Also sage ich mal so, in spätestens 6 Wochen gehört mir die Wohnung. Nur ist halt noch ein Mieter drin, aber das dauert halt alles noch ein bisschen. Ja, das. Und ich sehe gerade so fertig aus. Es ist gerade 3.19 Uhr, wenn ihr es vielleicht seht. Ich glaube, man sieht es gerade nicht. Ihr seht vielleicht, für meine Verhältnisse sind meine Haare extrem kurz. Also für mich ist es gerade echt kurz. Ich habe mir eine Haarschere bestellt und einfach mal abgeschnippelt. Da ging bestimmt so ein Stück runter. Also ich habe echt so ein Stück abgeschnitten. Es ging bis unter die Brust. Und jetzt habe ich recht kurze Haare für mich. Ja, ist das alles, was ich erzählen musste? Ich glaube, das Wichtigste schon. Und der Grund, warum ich so früh wach bin, vielleicht wisst ihr es noch. Ich fahre ab heute in den Urlaub. Um 11 Uhr geht unser Zug von Frankfurt und mein Opa bringt uns jetzt nach Hannover. Und von da fahren wir mit dem Zug nach Frankfurt, weil wenn wir von hier gefahren, hätten wir nur 2 Stunden auf dem Flughafen Zeit gehabt und das wäre ganz schön knapp geworden. Deswegen bringt uns mein Opa nach Hannover und von da aus ist das besser, dann keine Ahnung. Yes. Das ist das. Und ja, ich gehe jetzt runter. Ich glaube, mein Opa ist gleich da. Und ja, ich nehme euch natürlich mit. Also viel Spaß beim etwas anderen Vlog. Hallo ihr Lieben, es ist, lass mich kurz gucken, 8.50 Uhr. Und wir sind jetzt in Frankfurt am Frankfurter Flughafen und erstmal Starbucks Matcha. Habe ich es einmal schon mal getrunken, ich bin mir so unsicher. Aber ist noch ein bisschen heiß, ich teste es gleich. Ja, unser Flieger geht um 11, also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber meine Mutter hat gerade gesagt, hier geht es zum Victoria's Secret, da könnte man ja gleich schon mal gucken, ne? Eventuell, wenn eh noch Zeit ist, obwohl ich habe gar keine Euro mehr, ich habe nur Dollar, naja. Kreditkarte gibt es auch noch. Ja. Ich melde mich wahrscheinlich erst wieder im Flugzeug. Ich weiß es noch nicht genau. Mal schauen. Meine Damen und Herren, Flugzeug 400 nach New York ist nun für Sie zum Einsteigen bereit. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, es ist mega laut, normal im Flugzeug, ne? Es gibt gerade das erste Mal Essen und ich habe ein veganes Gericht. Also ich hatte euch ja, glaube ich, gesagt, ich werde in den USA nicht nur vegan essen. Aber hier habe ich jetzt ein veganes Gericht und ich zeige euch das mal. Das sind Kartoffeln, Gemüse und Tofu. Dann das hier weiß ich noch nicht genau, das muss ich dir mal gucken. Habe ich hier veganen Brotaufstrich, Brot und ein bisschen Obst. Ja. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Schmeckt ganz gut, ich habe schon probiert. Heute ist schon Dienstag, der 28. Gestern sind wir losgeflogen. Ich habe dann noch erstmal, als wir angekommen sind, nicht mehr gefilmt. Es gab so ein paar Schwierigkeiten am Flughafen und. Also, was heißt Schwierigkeit, aber da war irgendwas kaputt und es hat gedauert und keine Ahnung. Da mussten wir uns relativ beeilen, mussten das Auto abholen, haben wir dann auch gemacht. Dann bin ich die ganze Zeit gefahren. Und ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, in New York zu fahren. Jetzt sind wir übrigens in Philadelphia. Also wir haben gestern nicht wirklich viel gemacht. Wir sind auch mega spät erst ins Hotel gekommen. Und dann wollte ich einfach nur schlafen, weil ich so lange gefahren bin. Und deswegen, ja, jetzt in Philadelphia. Jetzt geht's gleich los. Ich packe gerade kurz Sachen. Und dann geht's los in eine Mall, in die King of Prussia Mall. Das, ja, ist auch hier irgendwo in Philadelphia. Ein bisschen weiter weg, 45 Minuten. Da müssen wir uns unbedingt auch ein Navi kaufen. Und natürlich so ein bisschen shoppen. Ja, und dann geht's heute noch zu der Love-Statue. Die werde ich euch abfilmen. Die kennt man, glaube ich, auch aus Film. Ich bin mir nicht sicher, aus welchem Film. So, wir sind jetzt gerade an der Mall angekommen, wie ihr hier vielleicht seht. Dort hinter mir. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, hier gibt's schöne Sachen, aber es gibt Sephora und es gibt Victoria's Secret. Also ich werde zufrieden sein, denke ich, mit der Ausbeute, die ich hier so
erfahren werde. So, wir sind gerade in Washington angekommen, war eigentlich erst für morgen geplant, allerdings hat es heute in Philadelphia sowas von geregnet, also wirklich nicht leicht, es hat super doll geregnet, da haben wir die Programmpunkte jetzt einfach sein lassen, war mir jetzt auch nicht das Wichtigste, Washington ist schon cooler und hier ist es jetzt richtig warm, also was heißt richtig warm, es sind 75 Fahrenheit, ich weiß gerade nicht genau, wie viel das ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass man hier im T-Shirt rumlaufen kann und das war es in Philadelphia definitiv noch nicht. Und hier ist schön Sonnenschein, also richtig toll. Und jetzt stehen wir gerade an einem Hotel, wir fragen nochmal an. Ist jetzt mitten in der Stadt, also mal ein bisschen teureres Hotel, aber einmal geht das. Und ja, ich bin gespannt. Übrigens habe ich schon gut eingekauft. Ich glaube, ich zeige euch den Haul mit in den Vlogs. Ich glaube, ich mache da kein separates Video zu, habe ich mir überlegt, weil, weiß ich nicht, finde ich besser. Ich trage auch schon eine Sache aus meinem Haul, aber gut. Da kommen wir mal anders zu. Ich warte jetzt erstmal, bis meine Mutter kommt. Mir ist so heiß gerade. Ich habe jetzt hier ein Pulli, also was heißt ein bisschen ein Dönerpulli an, aber es ist heiß. Hallo ihr Lieben, wir sind gerade in Washington unterwegs und wir machen uns jetzt gerade auf dem Weg zum Weißen Haus. Also wir können es schon von hier sehen und ja, da ist mega viel los. Ist da vielleicht gerade ein Protest wegen Trump? Ich könnte es mir gerade vorstellen, weil da sind mega viele Leute und ein paar halten davon Schilder in der Luft. Ich muss mal gucken. Hallo, ich glaube, ich melde mich heute das erste Mal selbst, sodass ich zu euch spreche. Wir sind gerade einfach am Fahren ein bisschen. Wir fahren in Richtung Jacksonville, nichts Besonderes. Und dann waren wir gerade im Starbucks und da war ein super netter Kellner.
Und er hat uns auf jeden Fall in Orlando schon mal ein super Barbecue-Restaurant empfohlen. Und da wir mega Bock auf Barbecue haben, weil wir uns noch hier noch nichts geholt haben und das gehört einfach zu der USA, sind wir jetzt irgendwo. Ich weiß nicht, ob das jetzt schmeckt. Ich habe mein Essen hier. Wie gesagt, ja, Sparrows. Ich habe euch ja schon mehrmals gesagt, dass ich hier ganz normal essen werde. Und sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich wieder komplett vegan essen. Ja, mehr wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte euch nur kurz mein leckeres Essen zeigen. Und ich liebe einfach Baked Beans. Das ist so geil. Es schmeckt so lecker, ne? Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt in einem Hotel Richtung Jacksonville, Florida, also noch nicht da, aber in Richtung dort, haben wir uns ein Hotel genommen und da die das Zimmer irgendwie nicht mehr hatten, was wir gebucht hatten, haben wir jetzt ein Upgrade gekriegt, das ist eigentlich ganz cool, aber ich mache jetzt keine Roomtour, das ist irgendwie, ja so cool ist es dann doch nicht, aber es ist schon ganz cool. Ich wollte euch einen Hall zeigen, also schon mal einen kleinen, also es ist schon ein bisschen was, muss man sagen, aber ihr kennt mich, ihr liebe Schminke, es ist mein Hobby, ja, von daher fange ich mal an. Ich habe das jetzt grob in Kategorien unterteilt. Ich fange mal hiermit an mit Gesichtspflege oder Make-up-Entferner. Ich war vorhin im Ulta, habt ihr, glaube ich, gesehen. Da hatte ich hier überall Swatches. Man sieht immer noch ein bisschen, dass meine Hand schlimm aussieht. Und die hatten da nur trockene Tücher. Deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich Make-up-Entferner noch mit. Also einfach so Tücher von Burt's Bees mitgenommen. Und dann habe ich mir dort von NYX den Glitter-Primer geholt. Den wollte ich mir immer schon mal kaufen. Nur war es mir zu doof, den bei Douglas zu bestellen und dann nur dafür zu bestellen. Deswegen habe ich mir jetzt hier mitgenommen, als ich ihn gesehen habe. Dann habe ich hier zum Thema Augenbrauen. Ich hatte mein altes Augenbrauenpuder von Catrice mit. Also mein Lieblingsaugenbrauenpuder kennt ihr ja, glaube ich, von mir langsam. Und ja, da war der Deckel ab und mein Haaröl ist ausgelaufen. Und dann war das natürlich, ist das da reingelaufen und es war so schmierig und konnte ich wegschmeißen jedenfalls. Es war schon fast leer, also nicht dramatisch. Aber hat natürlich kein anderes Augenbrauenzeug mehr mit. Dann habe ich mir als erstes, hatte ich nur sowas hier gefunden, so ein Stift. Und zwar ist der von Revlon, ja, einfach so ein Augenbrauenstift. Damit habe ich heute meine Augenbrauen gemacht. Er sieht dementsprechend scheiße aus, weil mit Stiften, es ist nicht für mich. Also, ich weiß nicht, Stifte sind nicht so mein Ding. Jetzt habe ich ihn und ich werde ihn auch aufbrauchen irgendwann. Aber, dann habe ich danach gefunden, L'Oreal Brow Stylist Prep and Shape Brow Kit. Pro Kit. So. So sieht das aus. Und das sieht schon eher nach meinen Farben aus. Ich kriege das jedes Mal nicht auf. So, das sieht schon ein bisschen nach meinen Farben aus. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber werde ich heute oder demnächst. Dann komme ich mal hier zu Gesichtsprodukten. Und zwar von e.l.f. Da habe ich mir was mitgenommen, weil ich davon noch gar nichts habe. Und zwar ist das hier ja so eine Gesichtspalette, sag ich mal, mit zwei Blushs, einem Highlighter und einem Konturton. Der Konturton sieht sehr schön aus. Die Blushs sehen auch sehr schön aus. Ja, der Highlighter habe ich schon mal aufgetragen, aber irgendwie ist der nicht so schön, glaube ich. Aber ich teste erstmal noch, bevor ich euch da mein endgültiges Fazit zu sage. Dann bei Sephora. Stand auf meiner Wunschliste. Ihr wisst ja, glaube ich, dass ich meinen Becca Opal als Highlighter über alles liebe. Das ist einfach mein Go-To. Wenn ich wirklich einen schönen Highlight haben will, nehme ich den. Und da ich es so liebe, habe ich mir jetzt noch den helleren Ton, also Moonstone, noch gekauft. Es ist einfach, es ist traumhaft, das ist Becker, ich liebe es. Also sonst habe ich von Becker noch nichts ausprobiert, aber dieses ist geil. Ist einfach geil. Dann mache ich weiter mit Lidschattenpaletten. Da habe ich bis jetzt noch nicht so zugeschlagen, kann ja noch kommen. Ganz günstig hatte ich ein Set von e.l.f. auch gefunden und zwar $10 hat das gekostet. Und zwar waren da zwei Pinsel drin, die fühlen sich auf jeden Fall sehr gut an. Da werde ich mich mal die Tage mit schminken, aber anfühlen tun sie sich sehr, sehr gut. Und dann hier Little Black Beauty Book Warm Edition. So sieht das aus. Ist recht klein, also ihr seht das vielleicht. Sind auch kleine Fännchen, aber guckt mal, wie viele Lidschattenfarben drin sind. Da dachte ich mir, naja, ob es dann so gut ist für $10. Aber ich dachte, naja, für $10 machst du nicht so viel verkehrt. Habe ich es mir einfach mitgenommen und ich habe ein paar Farben geswatcht. Und also ich will jetzt nicht sagen, es sind mega gut, aber sie sind ganz gut. Also dafür für $10 und dann so viele Farben. Ich werde damit mal Looks schminken und so. Ich muss es mal austesten alles. Dann hatte ich mit meiner Mutter eine Wette am Laufen, sag ich mal. Es ging ums Rauchen und sowas alles. Und da ich gewonnen habe, hatte ich ihr schon vorher gesagt, ja, dass ich dann vielleicht eine Palette gerne hätte. Und jetzt habe ich eine Palette gekriegt von ihr. Und zwar die Tarte Pro Palette von Tarte. So sieht die aus.
Hatte ich mir schon mal bestellt, allerdings ging dann was schief mit Sephora und deswegen kam sie niemals an. Und ich habe auch kein Geld dafür dann zahlen müssen, aber das ist diese einmal und die sieht vom Swatch her immer schon richtig toll aus. Ich habe die schon geswatcht. Und oh, diese Farben, ich freue mich schon so, mich das erste Mal damit zu schminken. Dann geht's weiter mit Foundations und Concealer. Ich fange mal an mit den Drogerie-Foundations. Und zwar einmal von CoverGirl, da wollte ich mal was ausprobieren und die sieht farblich ganz gut aus. CoverGirl Clean Sensitive in der Farbe Ivory. Die einmal. Dann fand ich die auch sehr interessant und zwar L'Oréal Paris True Match Super Blendable Make-up. Mit Lichtschutzfaktor und in der Farbe Porcelain. So sieht die aus. Und eine teure Foundation, die wollte ich einfach unbedingt haben. Ich will sie mal testen, weil die ja so gut sein soll. Und zwar Make-up Forever Ultra HD Foundation. Aber schweineteuer. Dann geht's weiter mit dem passenden Concealer dazu. Dieser hier kam so, ich wollte eigentlich den Concealer haben, den ich als nächstes zeige. Den wollte ich auf jeden Fall haben. Und ich hatte an dem Tag, weil ich mir dachte, ich würde ihn an dem Tag noch kaufen, ich hatte einen Concealer mit und der war, glaube ich, schlecht. Der hat so gestunken, den habe ich sofort weggeworfen und gesagt, ja, kauf sie heute eh einen neuen. Dann gab es den nicht und dann brauchte ich aber einen Concealer. Und dann habe ich mir den auch von Make Up For Ever gekauft. Da ist sehr wenig drin und der war sehr teuer. Mal gucken. Ich will mal kurz gucken, wie viel steht da drauf. 7 Milliliter, in dem anderen sind 10, glaube ich. 10? Ja, 10. Und zwar wollte ich diesen hier haben, von Tarte, den Shape Tape Concealer. Hört man, glaube ich, wenn ihr die Amis vor allem verfolgt, also auch in Deutschland ist der Hype, glaube ich, langsam angekommen. Jeder redet über diesen Concealer. Er soll so toll sein und ich bin so gespannt, den jetzt auszutesten. Und dann kommen wir noch zur letzten Kategorie, und zwar Lippenprodukte. Da habe ich auch schon gut zugeschlagen. Da wollte ich eigentlich gar nicht so viel, wie ich jetzt schon habe, aber naja, was soll's. Ich habe halt schöne Farben gefunden. Und zwar als erstes, was auf jeden Fall auf meiner Liste stand, davon hatte ich sogar mehrere auf meiner Liste stehen, also mehr Farben. Ich habe jetzt bisher nur eine. Und zwar ist das von Kat Von D, ein Liquid Lipstick in dieser Farbe. Das ist Lolita. Es gibt ja auch schon Lolita 2. Ich habe noch Lolita 1 gekauft. Dann von Sephora ein Liquid Lipstick. Es ist so eine Mintfarbe. Hält, glaube ich, richtig gut. Ich hatte ihn jetzt noch nicht drauf, aber mache ich mal die Tage. Dann habe ich hier von Urban Decay. Eine kurze Geschichte, ich wollte eigentlich nichts von Urban Decay kaufen, weil es gibt es ja auch gut in Deutschland. Allerdings fand ich den schön, das ist so blau mit Glitzer, mit so Silberglitzer drin. Und dann habe ich den auf meinem Handrücken aufgetragen, einen Tag vorher. Und der hielt einfach so gut, ich war baden, alles. Ich hatte Make-up entfernen, alles, das schon versucht. Er ging nicht ab und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen. Deswegen habe ich mir den eben gekauft. Dann L'Oreal Infallible Paints. Das ist mehr so ein Lipgloss, glaube ich. Der trocknet nicht richtig an. Aber ich fand die Farbe interessant und ist halt was bei uns in der Drogerie so noch nicht gibt. Und dann hatte ich noch ein Set gekauft, so ein Lippenset bei Sephora. Da ist einmal dran von Marc Jacobs ein Mini-Lippenstift, von Too Faced ein Melted Matte Lipstick, von Urban Decay eine Full-Size Lippenstift, von Bite ein kleiner Lippenstift und von Estee Lauder auch ein Lip Liner in Full-Size. Und noch was anderes, aber das verschenke ich. Und ja, das ist ein schönes Set. Alles Nude-Farben, was ich cool finde. Ich habe ja auch genug andere Farben hier, ne? Ja, freue ich mich drüber. Also ich finde, ich habe coole Sachen jetzt schon gekauft. Es wird wahrscheinlich noch was dazukommen. Aber ich habe dafür halt gespart und dann finde ich das okay. Ich meine, ich habe jeden Monat was zurückgelegt dafür, dass ich mir das jetzt kaufen kann. Also finde ich das vollkommen okay. Also ist ja auch mein verdientes Geld. Also kann ich ja ausgeben, wofür ich will. Und ja, das wäre es erstmal mit dem Haul. Ich habe auch noch ein bisschen Klamotten, noch nicht viele, aber ein bisschen was geshoppt. Das zeige ich euch vielleicht in einer anderen Sequenz irgendwann mal. Hallo ihr Lieben, wir sind gerade aus dem Weg raus aus dem Hotel. Und zwar wollen wir essen gehen bei Hooters. Hooters ist geil, für die es vielleicht nicht kennen. Und ich habe gerade ein paar Sachen ausprobiert von meiner neuen Kosmetik. Und dieser Lippenstift ist von Sephora und ich finde ihn so göttlich. Und mein Augen-Make-up habe ich mit so einer richtig günstigen Elf-Palette geschminkt. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, mit dieser, so seht ihr das gerade nicht so gut. Auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Also, ich mag mein Make-up heute sehr. Ich habe mich jetzt langsam echt an Automatikwagen gewöhnt, muss ich sagen. Also schon cool. Oh, Country Sender. Mm-hmm.